abonnieren. Spinoza? Man sagt, dass er mit dem Teufel im Bunde wäre, weil er die Kirche in Frage stellt. Seine philosophischen Ansätze sind immer noch hochinteressant. Er sah Gott in allem, was uns umgibt, und befreit ihn so aus dem engen Dogma unserer Kirche. Würden Sie mir noch etwas empfehlen? Falls Sie es ernst meinen mit der Philosophie, fangen Sie an mit den Griechen. Aristoteles zum Beispiel. Danke. Henrik Gilot. Luise von Salome. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum man Mädchen anders erzieht als junge Männer? Jeder nimmt es als gegeben, dass man sie in erotischer Hinsicht so unwissend wie möglich lässt. Während man von jungen Männern aber im gewissen Alter davon ausgeht, dass sie sich auskennen. Man sollte Frauen lieber beibringen, wie sie ungewollte Schwangerschaften vermeiden. Ein Problem, welches Sie ja nicht betrifft. Wenn Sie sich niemals einem Manne hingeben, dann werden Sie nie das dionysische Prinzip, das Leidenschaftliche, das Sinnliche, das irrationale Wesen in sich selbst kennenlernen. Ich halte mich lieber an das apollinische Prinzip. Rationalität und keine Abhängigkeit von Gefühlen. Niemand muss sich fürchten. Gott ist überall. Dann ist Gott also auch in der Hölle? Es geht mir um die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes. Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein. Ich habe also kein Recht auf eigene Entscheidungen. Darf ich vorstellen? Luise von Salome, Friedrich Nietzsche. Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen? Ich für meinen Teil bin bloß aus Zürich gekommen. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir lebten zusammen. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. So habe ich mir das vorgestellt. Es verstößt gegen sämtliche Konventionen. Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Mein Name ist René Maria Rilke. Ich kann ohne dich nicht leben. Wir sind vom Schicksal füreinander bestimmt. Wenn sie mich nicht heiraten, will ich nicht mehr leben. Ich wusste, dass Sie ein widerliches Frauenzimmer sind. Ich werde niemals heiraten. Ich möchte frei sein. Willst du wirklich auf das Schönste im Leben verzichten? Fräulein von Salome hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Haben Sie schon Pläne für weitere Projekte? Entschuldigen Sie, Professor Freud. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sache. Ich würde gerne bei Ihnen studieren. Du wirst ja immer alles haben. Warum nicht? Lassen wir das weg. Das geht niemandem etwas an.